Guten Morgen. Gell? Also, ich habe von meinem Konvent den Auftrag gekriegt, gell, nach Baden-Württemberg, nicht nach Baden-Württemberg, neu, da komme ich ja her, gell? Neu, neu. Ich habe den Auftrag gekriegt, gell, nach Griechenland zum Gange und so ein System zum Fender, gell, für eine Solarheizung fürs Wasser, gell? Ja, und dann bin ich jetzt hier nach Griechenland in Urlaub, gell? Also, schön ist es war, also wunderschön ist es hier, gell? Ja, Kann man also so hier sagen. haben wir so eine Solaranlage, gell? Also das Ding, das heißt in Deutsch Thermosiphon, gell? Also da geht, wenn man da nachguckt, können Sie mal geschwind Kameraden um, Dankeschön, gell? Also hier, da sind die Paneele, gell? Und in den Paneele, da ist ein Kupferröhrle drin, gell? Und von dem Kupferröhrle, da geht das heiße Glykol, also das ist ja so ein Frostschutzmittel, was da drin ist, gell? Das geht da nuff in der Boiler da und innen drin im Boiler ist ein zweiter Tank sozusagen, gell? Und dieser zweite Tank, der hat Wasser drin. Und da kann man schon sehen, also hier, gehen Sie mal da runter. Ja, danke schön. Da sehen Sie ganz deutlich, hier, da ist der Einlass für das kalte Wasser, gell? Und hier drüben, da ist vom Tank aus das mittlere Röhrle, was Sie da sehen, gell? Das ist, wo das kühle Frostschutzmittel runtergeht in die Paneele. Gehen Sie mal da um, damit man das sieht. Ja, wunderbar, sehen Sie. Also, wenn Sie da auch noch umgehen, dann kann man das besser sehen, gell? Also, sehen Sie, da unter, da geht das rein, das Röhrle. Jawohl. Und das heiße Frostschutzmittel oder Glykol oder was immer das ist, gell? Das geht nach da nuff. Und dahinter, das dritte Röhrle, das ist sozusagen das heiße Wasser, gell? Also, und das ganze Ding, das muss über dem Dach standen, weil das läuft ohne Pumpe hinab in das heiße Wasser, gell, wo sie duschen können, also sozusagen in die Wasserzentrale. Also, und da haben wir noch eine Befestigung von einem 4000 Watt Elektrizitätsanschluss, gell? Also da können Sie auch nachheizen, wenn die Sonne nicht reicher tät, gell? So, jetzt wissen Sie alles. Das ist also ein Thermosiphon und da oben, das sieht man, das ist einfach ein Ventil und da ist der hintere ist der Befüllstutzen. Heio. Das kostet ein Tausender ungefähr, haben sie gesagt, gell, also 1.000 € in etwa. Und dann haben sie ihr heißes Wasser, gell, das sind 120 bis 160 Liter, je nachdem, was sie für einen Tank haben. Der kleinste Tank ist 120 Liter, der dürfte so 160 Liter haben, gell, und den gibt es bis 300 Liter, gell. Ja, also das ist einfach eine grandiose Erfindung, gell, und das sollte man einfach bei uns im Konvent auch an, gell? Ja, so ist's. Ja, gell, Adele?